Hallo und willkommen zu einem Unboxing-Video. Ich habe gemerkt, dass der Redbubble, was ich letztes Mal als Unboxing-Video gemacht habe, also vorletztes Mal, kam sehr gut bei euch an, also von den Klicks her mäßig. Und da habe ich mir gedacht, ich mache nochmal ein Redbubble-Unboxing-Video. Dieses Mal geht es, wie es im Titel schon steht, um den Kissenbezug von Devilman Crybaby. Oh, ich bin schon mega aufgeregt. Aber von der Lieferung her, also war echt super schnell. Also kann man sich echt nicht beschweren. Gut, dann würde ich mal sagen, packen wir das schöne Ding aus. Ach, kann man einfach ziehen. Brauche ich mein Taschenmesser eigentlich gar nicht. Hat nicht ganz so, aber okay. So, also. Ich liebe die Seite Redbubble, da gibt es so schöne Sachen. Es sind zwar schon ein bisschen teuer, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Jawohl, wunderschön. Mal gucken. Oh ja, sehr groß, geil. Ist doppelseitig. Okay, der Stoff ist ein bisschen rau, hätte ich nicht gedacht. Mal ganz kurz gucken von innen. Die ganze Produktinfo. Aber ist wirklich süß. Ja, ich bin auch mittlerweile riesen Devilman. Und Devilman gehört einer zu meinen absoluten Lieblingsanimes. Also ist ein Muss zum Anschauen. ja, wirklich schön. Nur, ich weiß nicht, also irgendwie, es fühlt sich halt ganz komisch an vom Stoff her. Es ist nicht unangenehm, aber. Ist halt nicht so meins. Ja, aber es ist sehr gut verarbeitet. Ich wollte nur gucken, wie es andersrum aussieht. Aber wunderschön. Okay. Super. Freue mich megamäßig. So, ich werde es aber noch auf ein Kissen drüber ziehen und dann zeige ich euch, wie das Ganze dann ganz normal aussieht. So, jetzt ist es nämlich mit Kissen drin, mit Füllung. Und ich muss sagen, es sieht wirklich geil aus. Also es gefällt mir richtig gut. Auch die Farbe passt alles super. Wunderbar. Redbubble checkt's aus. Mega geil.